Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier von Star Trucker. In der letzten Episode wurde ja unser Truck hier repariert. Und wir dürfen in eine neue Zone rein, wo wir mit der Sonne ein bisschen aufpassen müssen. Und ich habe mir da schon mal einen Auftrag geholt. Wir müssen ja eigentlich nach Heaven's Rest. Unser Auftrag geht aber nach Darkseid. Das ist ja halt auch neu. Und von Darkseid gehen wir dann hier nach Heaven's Rest. Ich bin schon mal sehr gespannt, wie das jetzt gleich wird. Ich würde sagen, wir setzen uns mal rein und gehen mal volle Pulle. Ich bin noch beim Shop gewesen und habe da die einen Fundstücke da verkauft und habe noch Batterien getauscht. Muss ich immer schauen, wie fahre ich denn jetzt überhaupt? Ah, ich würde sagen, da links so vorbei. Ja. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und hier dann in den Highway irgendwie rein. Boah, ich bin jetzt mal komplett falsch. Soll man sie in den Highway reinschleichen? Na, ich glaube, das mache ich. So von unten her. Ich brauche doch mal die Kamera nach hinten. Ich glaube, hinter mir sollte frei sein. Gut. Hinter den Kollegen. Reinfahren in den Kollegen. So, soll ich mir schon mal vorbereiten? Frontkamera. Wo ist die? Da. Oh, da haben wir jetzt auch die Warnung entsprechend dafür. Okay, wisst ihr was? Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Was passiert, wenn ich dann effektiv mal sterbe? Dass, wenn ich das Teil nicht runter mache. Oh, wir haben innen 30 Grad. Machen wir mal kalt. Okay. Und Sprung in so ein Gewisse. Okay, wir haben draußen 105 Grad. Alter, sieht das geil aus hier. Also ich lasse es jetzt einfach mal oben. Alter, wie geil. Ja, mal schauen, was passiert. Was, Trümmer? So, da hinten hätten wir auch nicht. Ah, warte mal, wir hatten ja, glaube ich, noch was zum Reparieren, ne? Oh oh. War noch ein Trümmer in der Nähe. Ich sehe da aber keine Trümmer. Ja, Warnung ist weg. So. Ich würde da hinten, weil es gerade schon mal da ist, zu der Werkstatt fliegen. Holy shit, was sind denn hier alles für Highways? Da hat man nicht gespart. Oh, scheiße, da sind drüber. Oh, 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 oh. Runter, runter, runter. Oh, das hätte was gekracht. Okay, diesmal so mal rein. Also bis jetzt scheint es dem Truck ja ganz gut zu gehen.
guten Verkehr hier. Ich quetsche mich da mal durch. So, bitte lass mich da reinfahren, obwohl ich einen Hänger dran habe. Das wäre super. Yes, es funktioniert. Warum auch nicht, ne? Okay, wir haben einen leichten Kühlerschaden. Okay. So, Sensoren, da ist alles okay. Kühlergrills, da wollte ich ja nichts Neues kaufen. Ne, das passt. Jetzt, wo war denn das nochmal mit den Upgrades? Verbesserung, Benötigung, Wartung. Wieso kann ich eigentlich bei dir hier... Warte mal, nochmal anhalten. Kann ich nochmal rein in die Werkstatt, bitte? Nö, geht nicht. Na gut, was soll's. Wo ist unser Ziel? Das ist da hinten in Darkseid. Müssen wir da mal hin. Ja, unser Wartungsding ist komplett unten. Scheint aber unseren Truck irgendwie wenig zu stören. Okay. Schauen wir, dass wir hier auf Höhe kommen. Ne. Scheiße, ich drift schon wieder. Nein. Darüber. Ich sollte einfach nicht so schnell fahren. Doch, der tut es halt einfach trotzdem. Aber ich bin gerade schon ein bisschen sehr enttäuscht, dass das jetzt... ja, ziemlich gechillt ist. Obwohl der Shutter offen ist. Seht ihr, schauen wir mal bei Darkseid. Wir müssen hier weiter nach oben. Okay. Das wäre Darkseid. Sieht aber auch geil aus da oben. Oder hinten nehmen wir Degas Paint and Ride. Aber die Temperatur minus 54. Okay, dann können wir hier mal ein bisschen raufgehen mit der Heizung. Und wir müssen nach da hinten oben. Ach, wie geil. Ich würde mal sagen, das ist die Star Trucker ISS hier. Aber ja, ist ein bisschen dunkel hier. Mit den Namen sehr gerecht. Das ist jetzt nur für Hindernisse ein bisschen mäh. Weil diese Trümmer- und Gescheinssachen halt hier auch immer dunkel sind. Moment, ich schaue jetzt komplett falsch. Ladehygiene bucht D zwar vor. Ach, da hinten ist die Ladezone. Oh shit, ich bin voll in den Trümmerfeld drin, sehe ich gerade. Und da hätten wir nochmal Auto Essentials. Oh ja, sobald die Fracht abgegeben ist, fahren wir da mal kurz hin. Und dann schauen wir hier wegen den Upgrades. Ah.
muss da von links rennen. Kommen da noch mehr Kollegen? Nee, okay. Sieh, der soll so einigermaßen hinhauen. Ja, perfekt. Nice. Mal absatteln. Geil, 3000. Perfekto. Und noch ein Rang. Ja, da könnte man gerade wegen den Fähigkeiten mal schauen. Anhängerfreigabe. Freigabe für Aufträge mit mehreren Anhängern. Oh, yes. Unbedingt. Geil, 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 geil. Wir können jetzt mit 2 Anhänger fahren. So, erstmal weg hier. Das heißt doppelt Geld. I hope. Die Frage ist, ob das jetzt heißt, wir kriegen einfach einen Auftrag und da sind 2 Anhänger dran. Oder wir können 2 unterschiedliche Aufträge nehmen und die hintereinander koppeln. So, als allererstes würde ich mir hier bei Auto Essentials reingucken. Vielleicht Kiste oder so. So, einmal nach unten. Kamera wechseln, dankeschön. Oh, 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 halt. Falsche Taste gedrückt gehabt. Hätte ich gerade wieder reparieren können. Und wieder keine Kiste. Allgemeine Waren sind aber hier viel günstiger. Aber das wird teurer verkauft. Kaufst du das hier? Ja, okay. Geil. So viel Geld einfach nur von Schrott, den wir hier gefunden haben. Es lohnt sich. Ja. Jetzt. Pimp mein LKW bitte. Antriebsstruktur, Subsysteme, Schnellwartung. Okay, machen wir alles wieder heile bitte. Sehr gut. Was machen wir hier? Verringert bei Traktzusammenstößen die Schäden an deiner Fracht. Anzugverwaltungssystem verstärkt die zusätzliche Energie. Na, ich glaube, wir machen mal den Dämpfer hier. Struktur, Wärmeisolierung. Ja, das machen wir mal. Antikapazität für Abschirmung erhöht die Ableitung externer elektrischer Energie. 40%. Klingt auch gut. Einschlagresistenz 75%. Oh ja. Sehr gut. Und dann schauen wir mal Richtung Antrieb. Spitzengeschwindigkeit plus 6%. Jo. Düsenkühler machen wir auch. Treibstoffeffizienz. Naja, machen wir rein. Beschleunigung und Bremskraft. Wäre vermutlich jetzt nicht doof, wenn wir dann mit 2 Anhänger fahren. Meine Düsen haben bis jetzt nicht so ein Problem gehabt. Ich glaube, gehen wir nochmal in die Struktur. Einschlagresistenz 100% für 1500. Ja, her damit. Es geht dann sogar noch drüber. Jetzt habe ich nochmal $597. Jetzt muss ich hier aufpassen. Und wenn ich vielleicht eine Strafe oder sowas kassiere. Aber das heißt, unser Truck ist jetzt wieder in tiptop Zustand. Okay.
Wo müssen wir jetzt hin? Darkseid nach Heaven's Rest. Kriegen wir da mal ohne Sachen hin. Wo ist das Tor dafür? Tor? Ach, da unten. Dann so eine Highway. Wieso kriege ich eigentlich hier keine Warnung? Das sind überall Trümmerteile. Oder Meteoritensteine, was auch immer. Hindernisse. So. Oh ja. 160. Alter, der LKW wird zur Rakete. Ja, und wieder zu tief. Naja, passt. Ihnen reicht's. Throwing at you, Lucky J. You here to pick up Sour Candy's Reaper? I guess so. Guess you didn't tell you nothing, huh? Reaper's basically a big temperature-controlled trailer with maglocks. Great for transporting stuff sensitive to temperature. Anyway, will you wissen, was drin ist? A safe, shady spot, just to be safe. Aha. Alles klar, was macht 237 Grad da draußen. Ich glaube, ich sollte mich... Oh, oh. Ich glaube, ich sollte mich hier abschirmen, ne? Aber wie gesagt... Ja, ja. Es scheint ja nicht wirklich einen Effekt zu haben. Ja, wobei, ich habe hier die Warnung. Mach das mal runter. Ja, war ziemlich schlau. Upper forward. Okay. Ich weiß nicht, ich finde. Gut, ich kann eigentlich auch einfach so fahren. Wo ist die Fracht? M-Vereinbau, Trifred Alley Imperity. Ach, da oben ist die Fracht. Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist ja ein einziges Minenfeld hier. Ich glaube, so scheint es ganz okay zu sein. Was ist das jetzt? Okay. Warte mal, was? Ich speichere mal ganz kurz. Was passiert, wenn ich jetzt diese Shutter aufmache? 1235 Grad! Die Temperatur steigt. Jetzt geht's aber wieder runter. Ich glaube, ich mach mal wieder zu. Okay. Ist ja geil. Da brauche ich mal ein Foto machen. Okay, die Sonne ist voll am Brutzeln. Na dann, machen wir es halt über die Cam hier. Okay.
Okay, ich glaube hier passt ungefähr. Gehen wir auf die hintere Kamera. Einmal drehen. Moment, Moment, nicht zu schnell. Rückwärts. Alter, kannst du mit deiner beschissenen Warnung da bitte weggehen? Danke. Na? Ja, danke schön. Okay. Also, wir müssen hier mal den Marker updaten. Aufträge. Und zwar ist es das hier. Deine Klappe nennt dich. Ich überprüfe die Funktion der Klappe annehmen. Der Heaven's Rest ein Anhänger für Sau Candy abholst. Ja, okay. Wo ist der jetzt hin? Begib dich nach Tanktown. Tanktown. Okay, dann fliegen wir da über Gamma Valley. Es ist irgendwo unter uns. Okay, draußen ist wieder normal. Ich glaube, wir können wieder aufmachen. 237 Grad draußen. Ja, das ist schon cool. Es bringt dann halt ein bisschen Abwechslung hier rein. Eintreffen ist so eine Eruption. Och nö. Oh shit, das sind wieder extrem viele Trümmer. Okay, ich muss zumachen. Naja, nur dass ich jetzt so die Trümmer kaum erkenne. Das macht es gerade echt ein bisschen schwierig. Aber ich will da. Ja, was? Es ist so dumm. Mach diese beschissene Meldung weg, wenn ich halt über den Monitor fahren muss. Na, Mann. So, und jetzt bei dem Ding da so runter. Irgendwie. Das ist schön langsam. Alter, geh weg mit diesem Scheißteil. Geh weiter runter. Wie wir so kleine Sachen einen echt aggressiv machen können. Und die Temperatur geht wieder stark nach unten. Shit. Alter, der hat mich jetzt mal voll weggejietet. Alter. Alter! Der hat mich einfach mal... Holy shit, der hat mich mal komplett weggemacht. Truck-Status. Erstmal alles 0%. Holy moly. Mein Truck ist im Arsch. Soll ich jetzt nochmal laden? Was ich dachte halt noch bei diesen Ringen... Ist das ein Exit, also wo die halt von dem anderen Portal reinkommen, oder ist es jetzt ein Pforte nach unten? Aber es war ein Exit und der ist dann mit über 200 Sachen in mich reinkracht. Aber krass, wie das jetzt gerade gedonnert hat. Ja, ich glaube, ich lade nochmal neu. So, was war denn das? Ich glaube, das war...
Division 48, was ist das hier? Okay, ja, da bin ich gerade nochmal anducken. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache das nochmal. Ich dock mal an. Und wir sehen uns dann nochmal beim Sprungtor. Hoffentlich ohne Zwischenfälle, aber da sollte wieder was Doofes passieren. Da werdet ihr sehen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da wären wir wieder. Und mittlerweile habe ich zweimal ankuppeln müssen. Weil beim ersten Mal bin ich hier kurz vor dem Tor gewesen und habe eigentlich Pause gemacht. Ich bin aus der Pause wieder raus. Und auf einmal wurde ich wieder durch die Gegend geschleudert. Warum auch immer. Und die Meldung, was mich da so aufgeregt hat, ne? Oh, shit. Dass es da kommt bei dem Display. Man kann das abstellen. Und zwar, wenn man hier Systemalarme ausschalten macht, dann kommt der Alarm hier nicht mehr. Sehr praktisch. Mir war am Anfang gar nicht klar, für was das eigentlich wirklich gut ist. Aber jetzt weiß ich es. So, dann fliegen wir da mal rein hier. Und versuchen mal den Truck da unten nicht zu küssen. Okay. Bis mal nach vorne bitte, Kollege. Oh, der ist mit 3 unterwegs. Ich warte mal ein bisschen. Temperatur geht wieder nach unten. Und wir sind dran. Perfekt. Ah, mir gefällt das richtig gut. Es sind keine Trümmer. Das ist ein fucking Tor. Okay, wir können wieder aufmachen. Glaube ich. Hey, OJ, you doing all right there? Solar flares have been pretty intense in these parts lately. Don't worry though, you'll be fine. You won't sizzle as long as you're careful. Okay, danke. Use those shutters and keep your eye on your monitors. Jojo, mach ich. Okay, mal ganz kurz umschauen hier. Ein bisschen bremsen. Hier gibt es große Highways. Geil. Schöne neue Welten. Okay, ich will da in die Straße rein. Richtung Tanktown. Display kann ich jetzt eh so grundsätzlich mal anlassen, solange hier nichts passiert. Ah, wir driften wieder. Also irgendwie ist die Meldung jetzt hypersensitiv mit den Trümmern. Tempolimit 85. Würde ich bremsen? Nee. Wir tun jetzt hier mal ein bisschen Rasen. Oh, oh, wieder am Driften. Oh, komme ich an dir noch vorbei? Oh, das sind gleich 2. Moin. Ich überhole mal. Yes. Oh, 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 scheiße, da steht einer. Fuck, 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 fuck. Oh, ich hab mich gerade irgendwie voll übersehen. Okay. Was ich denn jetzt gerade nicht gesehen habe, mein Gott. Suddenly. So those shutters must have worked. Glad to hear it. Here's coordinates for a drop near my workshop. Und du willst nicht sagen, was drin ist? Okay. Ja, gut, dann tun wir mal ihre Frachter abladen. Und dann würde ich das, die andere Mission mit den anderen Upgrades mal machen. So. Wieder drunter.
Man wird meinen, ich hätte jetzt schon ein bisschen Übung. Oh, oh. Ah, darüber. Komm, komm, komm. Also die Fracht drückt, also mit zwei Anhängern, glaube ich, wird das ein bisschen extremer. Post 2, Post 1. Ich glaube, das ist gleich hinter diesem ersten Turm da. Ja, genau da, wo der Dude jetzt gerade hierher kommt. So, da ist die Gewichtskontrolle. So, dann will ich mal so da reindüsen. Okay, ein bisschen ausschweifen. Komm, komm, komm. Perfekt. Hey, noch rum. Komm, renn da. Ja, sehr gut. Alles klar. Einen anderen Job, der nichts mit Transporte zu tun hat? Okay, lass mal kurz schauen. Aufträge Geistergold. Ist bereit, dich mit allem vertraut zu machen und hat dich gefragt, ob du Lust auf eine andere Art von Auftrag hast. Und hier bringt gerade Impulity ein Geschäft unter Dach und Fach. Begib dich dorthin, wenn du deiner Freizeit treffen möchtest. Das die Bier, das ist noch das mit dem Sonderauftrag. Was hat eigentlich der Mark? Er kann jetzt auch noch Impurity. Purity ist irgendwie dort. Ja genau, Ziele, Dämpfereinbau. Three Thread, Eddie in Purity. Aber dieser Dämpfer klingt schon interessant. Was steht eigentlich diesbezüglich da? Da steht nur Trif Moon Baby in Darkside. Ich glaube, ich mache das mit Purity. Da werde ich mir aber nochmals Aufträge hier suchen. Ja, mal kurz orientieren, da hinten müssen wir rein. Vielleicht haben wir für da runter schon einen Auftrag mit zwei Anhängern. Das wäre mega. Sidre, bremsen. Arschkamera. Dankeschön. So richtig schöne Chefs wie immer. Bravura-Style. So. Besten Dank. Okay, haben wir da Sachen jetzt mit zwei? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Ich glaube, es heißt dann schon wirklich, dass wir hier zwei unterschiedliche Aufträge annehmen. Okay, das war ja Chunkfields. Okay, gehen wir mal durch. Purity, haben wir da irgendwas dabei? Atlas Prime, Red Sock, Red Sock. Tank Town. Nö. Warte mal, wie ist die Location nochmal, wo wir hier sind? Hab schon den Namen vergessen. Ah doch, Tank Down. Noch Medusa 6. Okay, ich werde es mal so machen. Ich werde mal kurz experimentieren, wie das ist mit den zwei Anhängern. Wenn ich das weiß,
Dann werde ich euch mal erzählen, ob man jetzt zwei unterschiedliche Aufträge jetzt hinten rannehmen können oder ob das Einzelaufträge sind. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Episode, wenn ich dann sowas zusammengestellt habe. Und dann geht's Richtung Charity runter. Ja, soweit erstmal der Plan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier in Star Trekker. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.